der Begriff Islam. Der Begriff Islam bedeutet die Hingabe an Gott. Ähnlich wie Jesus das konstatiert, indem er sagt, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen umzusetzen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist Islam, glauben wir. Und wir sagen auch, es macht keinen Sinn zu sagen, Gott schickt etwas wie das Judentum. Ein paar Jahrhunderte später ändert er seine Meinung, schickt etwas wie das Christentum. 600 Jahre später ändert er seine Meinung und schickt etwas wie den Islam. Nein, wir glauben, all diese Propheten und Gesandten sind mit einer Kernbotschaft gekommen, was sie vereint. Und diese Kernbotschaft ist das erste Gebot. Dient Gott alleine und meidet die Anbetung falscher Götter. Betet nicht Mohammed an, betet nicht Jesus an, betet nicht Engel oder Heilige an. Das ist die Kernbotschaft. Und da sagen wir, ordnet sich Jesus, Friede sei mit ihm, ein. Er hat eine besondere Stellung. Ähnlich wie Moses mit der Macht Gottes Wunder vollbracht hat, hat er das auch. Wir glauben, Propheten sind immer mit zwei Dingen gekommen. Zum einen mit einer Botschaft und zum zweiten mit etwas, um diese Botschaft zu untermauern. Wunder, Prophezeiungen, Enthüllung von verlorenem Wissen, im Fall des Koran linguistische Wunder. Und das ist die Position von Jesus.